Schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Und Sie sehen, ich sehe ein wenig zerknautscht aus. Das liegt daran, dass ich mir gestern doch einen Großteil des späteren Abends noch damit um die Ohren geschlagen habe, mich durch die Quartalszahlen zu pflügen, denn da gab es wirklich jede Menge. Aber bevor wir uns das anschauen, bevor wir dazu kommen, schauen wir uns ganz kurz das Gesamtbild an. Der Dow ein weiteres Rekordhoch, 21.804, dann so ein bisschen nach unten gezogen durch die Schwäche der Tech-Aktien, die zwar stark zugelegt hat, also stark begonnen hatten, dann stark nachgelassen haben. Auch dazu komme ich gleich später noch. Es sieht also weiterhin gut aus. Allerdings scheinen die Anleger so langsam aber kalte Füße zu bekommen. Wir gehen auf den August hin. Das ist ein schwacher Monat. September ist natürlich auch kein guter Monat und da scheinen jetzt doch sich viele Gedanken zu machen, dass es jetzt vielleicht erstmal an der Zeit sein könnte, Gewinne vom Tisch zu nehmen. Jetzt sind wir, genau, schauen Sie sich den Nasdaq Composite Index an. Wir haben ein Bild von gestern Mittag. Jetzt muss ich mal aus dem Weg gehen, damit Sie das besser sehen können. Ich habe ja gesagt, ein starker Beginn, alle Aktien mehr oder weniger im grünen Bereich und dann gegen Mittag gab es hier erstmal einen kleinen Einschlag. Am Ende hat sich das zwar wieder etwas beruhigt, also ich könnte das jetzt hier weitermalen, am Ende hat sich es etwas beruhigt. Das wurde auch ein bisschen wieder eingesammelt von Anlegern, die offensichtlich glaubten, das sei eine gute Kaufgelegenheit. Es zeigt aber, wie nervös momentan der Markt ist. Und diese One-Day-Key-Reversals, wie man die so schön nennt, das heißt starker Beginn, dann noch ordentlich aus der Gewinnzone, ordentlich in die Verlustzone reingelaufen. Das sind normalerweise tatsächlich Momente, wo man als Anleger hellhörig werden sollte, vor allen Dingen auf dem Niveau. Denn es könnte darauf hindeuten, dass wir hier zumindest vorübergehend eine schwächere Phase sehen und die dann auch geprägt ist von Gewinnmitnahmen. Also, das ist ein Chart, den Sie auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Den von Amazon natürlich auch. Die Aktie minus 3,3%. So, jetzt haben wir hier eine sehr interessante Konstellation. Zum einen ist es der Amazon-Aktie nicht gelungen, über das alte Hoch auszubrechen. Jedenfalls nicht nennenswert. So, dass es ohnehin an sich schon jetzt nicht besonders glücklich war von der Chartsituation. Viele haben darauf gehofft, natürlich, dass der Konzern, wenn er gestern Abend seine Zahlen vorgelegt hat, dass die Aktie den nötigen Impuls bekommen würde. Das hat nicht geklappt. Die Aktie ist nachbörslich um 3% etwa in die Knie gegangen, nachdem die Zahlen für viele einfach nicht, ich will nicht sagen, nicht überzeugend waren. Sie haben ganz einfach diesen Wow-Effekt nicht mehr dabei gehabt. Dabei war das ein wirklich starkes Zahlenwerk. Der Umsatz um 25% auf 38 Milliarden Dollar gestiegen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, Amazon ist jetzt auf dem Weg zu einer Runrate von 160 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr. Jetzt war der Gewinn deutlich niedriger ausgefallen, nämlich mit 40 Cent operativ gegenüber, Entschuldigung, nicht operativ, 40 Cent gegenüber den erwarteten 1,42. Normalerweise hätte man da sagen müssen, klarer Absturz. Aber Amazon konnte das relativ gut erklären. Es wird massiv investiert, massiv in Content investiert, massiv in die Infrastruktur investiert, damit man die Marktmacht, die man nun mal hält, auch ausbauen kann, jetzt für das dritte Quartal. Dann, natürlich ganz wichtig, im Cloud-Geschäft, da waren die Zuwachsraten jetzt mit 40% nicht mehr so hoch, wie man das erwartet hatte. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, Amazon Runrate 16 Milliarden mittlerweile. Ich stand noch vor gar nicht so langer Zeit hier und da haben wir von einer Runrate von 10 Milliarden gesprochen oder 9 Milliarden gesprochen. Jetzt sind wir bei 16 Milliarden und das Geschäft ist immer noch eine Cash-Cow. Aber es gibt natürlich massiv Druck, unter anderem von Seiten Microsofts. Also ein paar Dinge, durch die man sich jetzt durcharbeiten muss und die vielleicht auch dafür sorgen, dass die Amazon-Aktie demnächst ihren Aufwärtstrend zumindest mal antesten könnte. Dass in diesem Umfeld jetzt ein neues Hoch gemacht wird, wage ich eher zu bezweifeln. Kein großes Problem. Intel, gute Zahlen vorgelegt. Der Gewinn 72 Cent, erwartet worden waren 68, 14,8 Milliarden Dollar Umsatz. Erwartet worden waren hier 14,4 Milliarden. Ein guter Ausblick für das dritte Quartal und für das Gesamtjahr. Das könnte jetzt also mal dazu führen, dass sich diese Abwärtsbewegung und dieser Versuch einer kleineren Bodenbildung, dass das tatsächlich Form annimmt und die Intel-Aktie sich vielleicht auch so ein bisschen abkoppeln kann und mal wieder einen Touch nach oben läuft. Und dann hatten wir noch ganz interessant, da habe ich jetzt einen
ja, nachbörslichen Chart von Baidu mit dabei. Und Sie sehen, das war das, was ich hier gesagt hatte. Mittags ging es dann irgendwann runter, entsprechend mit der Enttäuschung bei Tech und Gewinnmitnahmen bei Tech. Und die Aktie lief so ein bisschen ins Minus. Nachbörslich dann schwupps ging es nach oben. 7% hat Baidu nachbörslich gemacht. Ich glaube, die Aktie steht etwa so bei $215. Und wir sehen mal, was uns das im Chart bringt. Das ist natürlich der Euro-Chart, das ist aber auch keine große Sache. Wir haben das alte Hoch hier ganz lässig mal rausgenommen. Könnte also dazu führen, dass die Aktie jetzt nach dem charttechnischen Ausbruch tatsächlich weiter nach oben läuft. Das Ganze vor dem Hintergrund eines zurückgekehrten Wachstums. Das war unsere Spekulation auch bei China-Knaller, wo wir gesagt haben, Mensch, wir glauben, dass es wieder zweistellig nach oben gehen könnte, was das Wachstum betrifft. Und Baidu hat hier geliefert. Der Gewinn über 1,60 je Aktie, es war 1,51 etwa erwartet worden. Der Umsatz 3,08 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen. Aber der Q3-Ausblick, da hat es in sich, es geht zweistellig beim Umsatz nach vorne. Und die Gefahr oder die Sorge, dass das Brot- und Buttergeschäft mit der Suche immer unrentabler wird, die sind jetzt erstmal vom Tisch, nachdem Baidu auch hier Entwarnung melden konnte. So, jetzt habe ich Ihnen also einen kurzen Überblick gegeben, wie es aussieht in den USA. Und jetzt schauen wir mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Tut mir auch leid, dass ich dich so lange habe warten lassen. Wie nehmen die Anleger das ganze Szenario in den USA auf? Was ist heute Morgen vom DAX zu erwarten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Wenn du dir so die Nacht um die Ohren schlägst, um die ganzen Zahlen auszuwerten, dann wollen wir dazu natürlich auch was hören. Insofern alles gut. Alles gut trifft aber nicht für den DAX zu, denn tatsächlich die Vorgabenseite, die ist gemischt. Und wir haben gestern schon gesehen, einige Zahlen, die es hier gab, die kamen überhaupt nicht gut an. Das hat gestern auf die Stimmung gedrückt, das und der starke Euro. Ja, und jetzt gucken wir natürlich, was kommt weiter von Seiten der Berichtssaison, was kommt weiter vom Thema Euro. Auch weiterhin ein Hingucker natürlich, wie geht es weiter bei den Autowerten. Aber generell bei den gemischten Vorgaben muss man sagen, du hast ja angesprochen, die etwas geschwächten Tech-Werte. Das war zwar auf der einen Seite ein Thema, wenn wir jetzt aber nur den Dow Jones anschauen, der ist dann gestern ja immerhin noch mit grünen Vorzeichen aus dem Handel gegangen, war damit aber ja ziemlich alleine unterwegs an der Wall Street. Wenn wir uns die asiatischen Vorgaben anschauen, dann sehen wir, die haben sich davon schon ein bisschen negativ beeinflussen lassen. Beim Nikkei und beim Hang Seng sehen wir rot. Der Shanghai Composite eher relativ unverändert unterwegs. Also für den Start erwarten wir jetzt erstmal rote Vorzeichen und dann müssen wir gucken. Zahlen gab es heute schon von Linde, gestern nachbörslich noch von Adidas. Im Laufe des Tages haben wir noch jede Menge Termine auf der Agenda. Zum Beispiel die Wirtschaftsstimmung und die Verbraucherstimmung aus der Eurozone. Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan werden wir dann aus den USA sehen. Verbraucherpreise gibt es auch noch für Deutschland, also immerhin die vorläufigen. Also langweilig wird es uns nicht, aber der Start, der dürfte erstmal ein bisschen mickrig ausfallen. Und damit vielen Dank nach Frankfurt, Viola Grebe. Tja, das ist für uns am Morgen schon gewesen. Sie sehen, es gibt relativ viel, wo wir uns jetzt erstmal durcharbeiten müssen und was wir von Anlegerseite her neu einordnen müssen. Am Nachmittag sehen wir da hoffentlich dann ein wenig klarer. Bis dahin, gute Kurse, tschüss.